So, jetzt seid ihr neugierig, ne? Das Osterlachen habe ich wieder entdeckt für euch, weil wir müssen uns ja auch über irgendwas Schönes unterhalten, wenn wir uns an Ostern mit unseren Lieben am Telefon verbinden oder über das Internet. Jetzt können wir uns ja Gott sei Dank auch sehen, wenn wir einen WhatsApp-Chat, FaceTime oder eine Skype-Schalte machen. Und wir können ja unmöglich die ganze Zeit darüber reden, wie traurig es ist, dass wir dieses Mal nicht an einem Tisch zusammen sein können. Und da gibt es etwas bei uns, das nennt sich Osterlachen. Das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Im Spätmittelalter war es aber so, ich lese das mal ab, dass der Pfarrer das Ziel hatte, die Gemeinde zum Lachen zu bringen. Die Geschichten wurden auch als Ostermärchen bezeichnet. Grundanliegen des Osterlachen war es, die Osterfreude zum Ausdruck zu bringen. Es sollte die Überlegenheit und der Sieg über den Tod symbolisiert werden. Und wenn man lacht, kann man gleichzeitig auch keine Angst haben. Und dann hat man für einen Moment seine Sorgen vergessen. Und deswegen gibt es die große Osterwitze-Challenge. Ich habe mehrere Menschen, die ich kenne, die auch im Karneval gut Witze erzählen können, beispielsweise gebeten, mir doch ihren schönsten Witz zu schenken. Und das haben die auch schon gemacht. Achtet mal drauf. Und euren Witz möchte ich auch gerne hören. Entweder ihr schreibt den einfach in die Kommentare oder ihr postet sogar ein Video, sodass wir am Ostersonntag ganz viele unterschiedliche Witze haben, die wir uns dann gegenseitig erzählen können. Und dann lachen wir unsere Angst einfach ein bisschen weg. Und jetzt kommt das Allerbeste. Ich muss mal ganz kurz aus dem Bild rollern. Unter all denjenigen, die mitmachen und mitposten, verlosen wir 20 von meinen Büchern. Glaube ganz einfach. Und aus dem Buch erzähle ich euch auch einen kleinen Witz. Also, macht mit! Osterlachen, Hashtag, wir retten Ostern.